Aber ich guck mal, ob ich gegen die Chimäre kämpfen kann. Ich wollte nur gespalten. Ja, okay, ich kriege auf nur. Andere Musik, wunderherrlich. Dein Level ist 50. Will ich das mal probieren? Donald ist. Okay, das blockst du direkt. Matsama. Da ist er schwach gegen. Das macht er jetzt aber auch nicht wirklich viel. Mabukula. Sanma. Sakanagi. Wildes Klauen. Wildes Kauen. Nicht Klauen. Du kannst heilen, ne? Deswegen kommst du mal rein. Matsanma. Astral, das sonst was. Media. Ihr macht das mal. Setz Sakanagi ein. Okay. Das Kauen, das tut weh. Ich bin verwirrt, wunderherrlich. Gegenstand, das war. Am Ritterdämon, davon sollte ich. Die kann ich glaube ich nicht. Oder kann ich die kaufen? Okay, ich dachte, Dings setzt man immer ein. Items, aber ist anscheinend nicht so. Hier, das hier bitte. Ich hätte Artemis gerne nicht, dass sie stirbt. Neopatra. Ich muss mir die einsetzen. Heil dich selber. Okay, das war irgendwie was. Was haben wir? Okay, ich glaube, das werde ich nicht gewinnen. Vor allem, wenn der Nahubino meint, verwirrt zu sein zu müssen. Okay, er hat sich erholt. Tauschen wir mal kurz. Wer hat denn hier... Zan. Du. Aber ich guck mal, ob wir wen anders haben. Du hast Sanma. Du hast Sanma. Ich glaube, ich nehme den. Du hast auch Sanma. Du hast Sanma plus 2. Ja, dann hole ich Idun rein. Wieso nicht? Let's go. Mädchenparty. Ja. Sanma. Strahlblitz. Du machst Media. Du haust da mit Sakanagi darauf. Sanma. Gut. Angriff. Lass das. Heißt die wandern. Aber schon. Wer hat hier nochmal irgendwie was mit Zan? Du nicht? Du. Du bist tot. Wieso bist du tot? Hatte ich. Habe ich dich nicht wiederbelebt aus einem vorigen Kampf oder warst du. Oder bist du schon gestorben in dem Kampf? Ich weiß es gar nicht mehr. Na dann nehmen wir dich rein, Herrn Biker. Deine Schwäche ist. Ich könnte auch mal Feuer probieren, Herr Wirbel. Okay, das nicht. Das Halbliss der Heiligen. Gute Crits. Media. Dann. Weißt du was? Wo ist es? Nee, Kraftjuwel hier. Die hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht wie gehofft. Höllendampf. Alle Statuseffekte sind verschwunden. Okay. Der Biker hat ganz schön was abbekommen. Wie viel macht Sakanagi? Vielleicht will ich die Dinger benutzen. Astralis der Heiligen. Media.
Ja, schau mal, Kraftjuwel, das macht ein bisschen mehr Schaden. Ich will nicht, dass er stirbt, weil er soll die Allmachtattacke einsetzen. Megasui Allmachtattacke, okay, Artemis ist down. Was ein bisschen schade ist, weil sie hat wirklich gut reingehauen. Tauschen. Ich glaube, da ist nicht mehr so viel über, was... Ich glaube, ich nehme mal Kraft rein und guck mal, wie es mit Hammer aussieht. Oder Hammer on. Höllendampf. Mach Hammer on. Okay. Media. Ich könnte auch hier wen reinnehmen, der nicht heilt. Beziehungsweise der heilt, damit Mushu mehr Zanma-Sachen machen kann. Höllendampf. Angriff. Okay, das könnte gefährlich werden. Dann ein Kraftjuwel. Dann... Das sparen wir uns erstmal. Du hast keine MP, deswegen hauen wir einfach drauf. Wir machen blendenden Angriff. Okay. Du machst Media. Und du gehst in Deckung, damit du hier nicht wegstirbst. Radion, ich glaube, ja, wir blocken es. Mushubo ist leider draufgegangen. Holen wir jemanden rein, der noch heilen kann. Kann die Valkyrie heilen? Ich glaube, die einzige, die noch heilen kann, ist Hariti. Hau drauf. Nochmal ein blinder Angriff. Yarama, wer hat es am nötigsten Kraft? Okay. Angriff, dann auf eine Rubinebläscher, Siodine oder Dein oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Wie viele Gegenstände habe ich noch? Kraftjuwelen. Okay, dann hau schon nochmal eins drauf. Mach du mal die Freikugel. Okay, das hat nicht so viel Schaden gemacht wie gehofft. Dann machen wir mal einen Angriff. Okay. Nochmal 20 hier. Angriff verringern. Yarama auch. Ja, auf den Höllenbiker. Sparen wir das mal und machen Sakanagi. Wenn der Biss, aber es tut weh. Es tut auch weh. Jetzt machen wir das Kraftjuwel, damit wir den weiteren Dinges bekommen. Die Runde. Dann nochmal ein Zahnzieher, damit der den Angriff verringert. Und ein Diorama auf Kraft. Von mir aus. Und du setzt einen Sakanagi ein. Ich hätte... Hat Kraft Feuer? Ich dachte, ich hätte Feuer ausprobiert. Mit Höllenbiker, aber anscheinend nicht. Hat Kraft Feuer. Gut ausgewichen. Gegenstand Kraft gewählt, damit ich eine Runde mehr habe. Hier, du haust drauf, weil was anderes kannst du eh nicht. Du hast kein Feuer. Wir machen einen Angriff, damit der Depression verliert. Dann Yarama auf den Naobino. Dann ein Sakanagi. Dann der Biss. Okay. OP alles. Gegenstand, Kraftjuwel ist das letzte, deswegen. Geisterentzugjuwel. Ne. Mach Kraftsplitter. Dann kriegen wir wenigstens noch die extra Runde. Hau drauf. Ich mach Zahnzieher, damit der bloß den Angriff verringert hat. Diorama auf Hariti, bevor die mir wegstirbt.
Und dann eine Sakanagi. Ist glaube ich stärker, als wenn ich jetzt Kraftsplitter einsetze. Okay. Das Leben halbwegs noch alle. So, dann muss ich meine Amrita-Demo einsetzen auf Mariti, damit die sich selbst jetzt heilen kann. Hau du drauf. Dann mach du blendender Angriff. Dann machen Diorama auf dich selber. Okay, ich dachte, dass der Narubino noch mal was machen kann. Ja, dann nochmal eine Amrita-Demo. Hau drauf. Sanzia, damit der bloß den Angriff immer noch niedrig hat. Dann ein Diorama auf Hariti. Okay, da kriegen wir MP und KP zurück. Gut gemacht, Hörnbalker. Ich will eine extra Angriffsrunde haben, deswegen Kraftsplitter. Und was Höllendampf? Machst dann den blendenden Angriff, damit er schön die Pression unten hat. Du machst ein Diorama auf. Tatsächlich auf dich selber, weil du bist wichtiger als Kraft gerade. Ich mach nochmal einen Kraftsplitter, damit wir hier noch weiter. Ich würde auch einfach Freikugel X machen. Ist vielleicht auch das Intelligenteste. Damit wir den Kampf einfach hinter uns haben. Ein Füllhorn. Keine Ahnung, wofür das ist, aber wir haben es. Ich möchte schon gar nicht alle wiederbeleben. Ich sollte, bevor ich irgendwas anderes mache, erstmal speichern. Und dann beleben wir die Leute wieder mit Skills, die Rekam. Hat jemand anders noch Rekam? Hariti hat, glaube ich, nicht mehr so viel MP. Obwohl, das geht eigentlich noch klar. Die hat. Ah ja, die wurde ja geheilt durch das Level Up. Stimmt ja. Skills. Hier im Ritter. Brauche ich nicht. Setzt Diorama. Setzt mir die einfach ein. Hier ein paar Mal und fertig. Ist die Kiste. Ich sollte noch meine Gruppe machen. Wer lernt hier noch Sachen? Du lernst immer noch was, deswegen kommst du rein. Artemis lernt noch was, deswegen kommst du rein. Und er hier lernt noch was, deswegen kommt er auch rein. Hatte ich nicht eben andere Leute drin? Ist auch egal. Ist so gerade unser Team. Artemis braucht ein bisschen MP. Da ist ein Questgeber irgendwo hier. Oder ist das da oben? Hier ist kein Miemann. Was ist hier überhaupt? Okay, hier ist Heilung. Verküren, okay. Oder Sissen. Ich glaube, ich hau erstmal die Valkyren lieber weg. Mazanma, das ist gerade ein bisschen doof, ne? Deswegen mach einfach einen Angriff. Die Valkyre. Du hast leider keine MP. Schwickster Schwert mit einer Rohschaft auf kritischen Treffer, ja, mach das mal. Schade. Jetzt krieg ich auf Maul. Alle verwirrt, bis auf der Narubino. Okay. Das ist alles andere als gut. Wir machen Sakanagi, weil ich nicht weiß, ob ein physischer Angriff da gereicht hätte. Hau drauf. Oder auch nicht. Okay, hau drauf. Oh Mann, ey. Sicheres Schwert. Mann! Bisschen Latanz. Okay, alle verliebt. Bis auf Tsukuna Hikona. Und der Narubino natürlich. Sakanagi, hau drauf.
Ja, hau du auch drauf. Okay, du bist immer noch verliebt. Du haust drauf, gut. Schicksalsschwert. Gut. Wie ist denn so ein kleiner Mann im Boot? Ich verstehe das nicht. Bis auf den Narubiner sind alle verwirrt. Okay, der ist tot. Der Tengu. Dann hole ich mal. Hast du noch was? Ja. Wo ist dich von mir aus rein? Hau drauf. Weil ich will ein bisschen hier die Leute tot haben. Okay, sie ist nicht mehr verwirrt. Hau drauf. Schicksalsschwert. Ich glaube, ein normaler physischer Angriff hätte auch gereicht, aber da habe ich jetzt einen Crit bekommen. So, Kanagi. Ich brauche Feuer für die. Aber ich habe jetzt nichts mit Feuer. Ja, hau drauf. Der ist down. Hau drauf. Na, ich könnte ihn verwirren, aber hau drauf. Und Schicksalsschwert. Gut. Ich glaube, da reicht. Ja, da reicht locker physischer Angriff. Auch ein Crit. Gibt hier noch mehr von denen? Sollten wir erstmal heilen. Rekam auf ihn da. Dann Diorama von dir. Gruppe ändern. Karasu Tengu rein, damit der mal auch fertig wird. Da ist noch eine Valkyrie. Kanagi, was ist eure Schwäche? Agi. Okay, deine Schwäche ist Kraft. Ich glaube, die, ja, die halten Kraft auch aus. Deswegen muss ich normal physisch angreifen. Du greifst auch physisch an. Was ist Schicksalsschwert? Hoffentlich ein Crit. Leider nein. Gut geblockt. Okay, jetzt mal Gatsui. Lieber Sakanagi, weil ich nicht weiß wegen physisch. Hau drauf. Hau drauf. Und Schicksalsschwert. Leider kein Mazanma. Hat der gerade. Die verlieren MP. Das ist ja wunderherrlich. Und die haben ja eh nicht genug MP. Hau drauf. Okay, physisch prallt ab. Deswegen muss ich einen Mabufu da machen. Weil physisch prallt ab. Bist du in Deckung? Und du heißt mal. Obwohl, mach einfach Sakanagi. Und hoff aufs Beste. Hat leider nicht gereicht. Alexandra. Da es hier lebt, ist der Narubino. Und auch. Ja, toll. Alle, die nicht mitgekämpft haben, haben Erfahrungspunkte bekommen. Und die mitgekämpft haben, sind verreckt. Dann Rekam. Bup, bup, bup. Gills. Ja, da. Okay. Dann, das war Karasu Tengu, das war Artemis und der Sukuna Hikona. Die alle keine MP mehr haben, weil sie ausgelutscht worden sind. Ich glaube, das ist da oben, dann komme ich ja auch gar nicht lang. Hier sind noch Automaten. Oder ein Automat. Ist hier auch ein Miman irgendwo? Würde sich anbieten. Wo geht's denn hier lang? Da ist ein Questgeber. Ah, so einer. Bin hungrig, ich hätte gerne ein paar von diesen prickelnden Dingern als Snack. Du da, ich bin Zen. Willst du mir etwas von meinem Lieblingssnack geben? Was denn? Scheine der Bosheit. Oh, das macht mich so glücklich. Ich dachte schon, ich würde diese Leckereien nie wieder essen. Ich bin ganz verrückt nach Giftjuwelen. Willst du mich zwei mir teilen? Ja, hier. Du hast wohl genügend Giftjuwele gesammelt. Du teilst sie doch mit mir, ja? Ja. Ich hab genug. Danke, die prickeln so schön auf der Zunge. Das hier ist deine Belohnung. Hoffentlich kannst du mir bald wieder helfen.
Amulett der Auflösung. Okay. Er levelt ab. Muss gleich nochmal fusionieren, so sehr ich das auch nicht mag. So sehr ich da keine Lust mehr drauf habe auf Fusionieren, du haust mal nicht ab, mein Freund. Bitte sei nur ein Einzelner, ja, danke. Dann, was haben wir denn? Eines hier, ein Ferro. Agi hat jetzt, glaube ich, keiner dabei. Deswegen kannst du passen, du kannst passen. Du hast auch nicht Agi. Gegenstand einsetzen, ein Feuersplitter, hier, boop. Okay, das hat nicht gereicht. Passen. Passen. Scheiße. Ich dachte, ich könnte die. Ich dachte, die sterben mit einem Hieb immer. Mit einer Attacke, aber da habe ich falsch gedacht. Da oben werden Items sein. Da unten. Da ist ein Niemann. Hier ist ein Huhn-Ding. So ein Amalgam oder so. 80 Ruhm, wunderherrlich. Versuch auf dem Niemann hier zu springen, zu dem Niemann. Ah, du hast mich gefunden. Ich mache doch Pause, ganz schön pingelig. Ja, ja, ja. Das ist mega verwirrend, wie das hier alles aufgebaut ist. Aber das soll, glaube ich, auch so sein. Narzissen hauen ab vor mir. Die Valkyren sind wieder da. Was ist denn das hier für ein Käse? Okay. Ich sollte speichern. Ich habe länger nicht mal gespeichert. Ich glaube, das letzte Mal nach der Chimäre. Okay, das ist nicht so mega schlimm. Mach. Ja, mach Sakanagi. Machen wir Zanma. Es ging bei einem natürlich daneben. Wir werden noch gehen da. Ist down. Was ist denn eure Schwäche? Bufu da. Also Bufu. Ja, ein paar die kaputt. Junge. Sakanagi. Du haust einfach so drauf. Du haust auch einfach so drauf, weil du hast keine MP. Hoffentlich haben wir noch für Bufula. Hier. Dann auch ein physischer Angriff. Und weg mit dir. Sorry, ich habe den Boden nicht gesehen. Wo? Ich wollte, glaube ich, hier hoch. Bevor ich abgelenkt wurde. Ein Aquamarin. Wo zum Henker bin ich? Ah, hier bin ich. Ich habe mit dir schon geredet, bin aber nicht da hochgegangen. Bin ich. Ah ja, ich bin wieder runtergesprungen, weil ich dachte. Ja, ich habe die Karte falsch gelesen. Um ganz ehrlich zu sein. Er hat eine Quest für mich. Erstmal fett eine Erholung. Der Speicher können wir danach. Kostet 3000. Jetzt war das Dämonennest, dann gehen wir nach Gustav. Ein bisschen verkaufen und gucken, was wir für die Miman kriegen. Du glaubst, dass du so schnell alles gesehen hast, was ich drauf habe? Nee, nee, ich will an die Spitze. Was kriegst du denn? Jakob 2 erhöht. Dann du. Okay. Die sind nicht so mega wichtig, die Texte von den Dämonen. Deswegen drücke ich hier immer weg. Also nicht immer, aber meistens. Magie gestiegen. Okay, das war das Dämonennest. Ich rede auch deshalb gar nicht mit denen, weil die haben, glaube ich, nichts zu Wichtiges zu erzählen. Dann Gruft des Gerippes. Dann gehen wir in die Welt der Schatten. Dann fusionieren wir ein bisschen in der Gegend rum. Hihi, willkommen. Du hast bisher insgesamt 100 Miman gefunden. Hier ist deine Belohnung. Ein Genma-Talisman. Verbündete Genma-Rasse können jetzt den Magazu-Skill Omega-Toki Glück einsetzen. Effekt erhöht den erhaltenen MP und Marker enorm, wenn der Kampf nach dieser Runde endet. Okay. Bin 105 und du bekommst Zeug. Okay, wir haben nicht so viel gefunden. Anscheinend. Die Welt der Schatten.
Willkommen in der Welt der Schatten, bla bla bla. Dann Allmachtmeister. Will ich hier noch irgendwie was anderes haben? Unterstützungsmeister, Statuseffektmeister, Dunkelheitsmeister. Okay, da habe ich alles. Inspirierender Bund 1 im Kampf, rekrutierte Dämonen, steigen sofort ein Level auf. Von mir aus. Unter Verwandten, Gespräche mit Dämonen von den Exploiten der Gruppe ist für manchmal dazu, dass sich der Dämon heilt. Dass dich der Dämon heilt, okay, oben in der Gefahr. Das mit Autokampf ist mir egal. Vergeltung, ein großer Teil der Magazui-Anzeige wird aufgefüllt, wenn ein verbündeter Kampf unfähig wird. Ja, die ganzen Magazui-Sachen sind so. Naja. Der gegnerische Omakatuki-Effekt endet, wenn ein verbündeter Entdeckung. Ja, das ist eigentlich gut. Magazui-Verteilung. Artübergreifend ermöglicht den Arubino-Rassen spezifische Magazui-Skills einzusetzen, die von einem anderen Gruppenmitglied erlernt wurden. Okay. Resistenz, die Magazui-Anzeige füllt sich leicht. Okay, in einen Zug. Ja, diese ganzen Magazui-auffüllenden Sachen, die mag ich nicht, weil Magazui setzt sich erstens sehr selten ein und wenn, ist das ziemlich schnell wieder gefüllt. Die MP eines Verbündeten werden in Deckung wiederhergestellt. Hey. Wird ein Verbündeter in Deckung angegriffen, füllt sich die Magazui. Ja, ich glaube, ich spare noch ein bisschen. Gucke ich, dass ich die hier mal kurz ins Kompendium reinballer. Dann fusionieren wir hier nochmal. Ja, das war ich schon. Richtig. Du lernst noch Sachen, ne? Ihr lernt alle noch Sachen. Du lernst nichts mehr. Ich könnte dich zu einem Ortrus machen. Du lernst aber noch was, ne? Okay, dann nicht. Silky, du lernst auch noch was. Dann auch nicht. Ich könnte ein Setanta machen. Ich habe halt nur ein Aethys nicht. Oder den würde ich dann auch in die Tonne kloppen wollen dann. Und nicht mehr im Team haben wollen. Was brauche ich mit einem Aethys? Aber ich glaube, den nehme ich. Ist mir eigentlich sogar alles ziemlich egal, was du bekommst, weil ich werde dich in die Tonne drücken. Ich will den haben, weil ich mehr fusionieren kann, glaube ich. Ja, Level up. Du bist Level 18. Marzia. Ist meine reinste Essenz, aber er liegt nicht in ihrem Einfluss. So eine Essenz erhalten. Kann ich den auch hier bei Gruppe ansehen in. Warte, ich warte noch, ob ich den wegfusionieren kann. Mit irgendwas. Fafnir könnte ich hier machen. Makabre. Da brauche ich Lore. Kannst du auch mit irgendwas fusionieren, das ich habe? Und nicht irgendwie was im Compendium ist. Dich hatte ich noch nicht. Ein Shizar. Kostet mir ein bisschen zu viel, für dass ich dich einfach dann auch wieder in den Wind schieße. Makabre! Ja, ich glaube, dann machen wir es so. Deine Stärken sind Mudo und Vergiftungszeug und Physik. Jetzt habe ich ihn leider, weil ich dachte, hier ich mache Giftnutzer weg. Gib dir Mudon und dann Dustoma. So, ich dachte ehrlich, dass ich. Na, geht aber auch so. Ich dachte nicht, dass ich den Aethys irgendwie noch benutzen werde. Ich bin Makabre. Die Freude ist ganz meinerseits. Was für ein Level bist du? 43. Eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Dann gucke ich mal Baphomet. Was willst du werden? Ein Domrad oder sowas? Will ich mit Inugami hinkriegen. Du lernst doch nichts mehr. Ja, okay, dann mache ich das so. Kostet zwar ein bisschen was, aber deine Attacken sind, also deine Stärken sind physisch, Mudo und Vergiftung. Also nichts von Vorbildfunktion. Dunkelheit, Playmora.
Ja, du hast Dunkelheit, deswegen. Ja. Absicherung bei Ausweichen annullieren. Wird kein Aktionssymbol benutzt und Lebensquellen. Ja, nimm mal die Sachen und dann fusionieren wir dich. Ich hoffe, dieses rote Zeug kommt nie wieder, dass ich einen Dämon fusionieren will und dann irgendein anderer Käse rauskommt. Was ist Krallenhieb? Ja, erstmal, was ist violetter Rauch? Drei schwache körperliche Angriffe auf einen Gegner-Effekt verstärkt, wenn ein Ziel verwirrt ist. Will es kauen? Chance auf Zufügung, Gift, Verwirrung, Charme. Krallenhieb. Zwei bis vier mittlere körperliche Angriffe auf zufällige Gegner. Ich glaube, wir lassen das so, wie es gerade ist. So, dann dich will ich eigentlich nicht wegfusionieren, weil du so mit die ein... Ja, du bist nicht die einzige Heilerin, aber trotzdem. In... Du... Ich möchte doch schon... Das kostet mir ein bisschen sehr viel. Okay. Ich könnte einen Thoth machen. Oder wie auch immer. Oder Thoth. Oder Tod. Keine Ahnung, wie du ausgesprochen wird, mein Freund. Du bist ein Affe. Ich könnte einen kürzer Kottel machen. Am liebsten irgendwas, was heilt. Silky sieht doch so aus, als würde die heilen wollen. Okay, was brauche ich für Silky? Kraft, aber Kraft ist noch nicht fertig. Nagaraja, willst du heilen? Nein, du willst nicht heilen. Okay. Willst du heilen? Du willst auch nicht heilen. Kürzer Kottel, willst du heilen? Du willst auch nicht heilen. Ich mach einfach, damit wir den auch haben, so ein Tod oder Tod. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Dann schicken uns den Hammer. Du hast Hammerohren, deswegen brauchst du dir keinen Hammer geben. Und mit Allmacht. Megiddo, mittlerer Allmacht an gefordert Gegner. Hey, gut. Gibt dir aber, glaube ich, trotzdem ja, erstmal Lebensquell. Blutiges Frohlocken. Und Diorama, weil du sonst sowieso nichts hast, was ich dir geben wollen würde. Außer Hammer, aber du hast Hammer on, deswegen brauchen wir das nicht. Beenden, fertig. Fusionieren wir ihn. Ich bin tot. Jungchen, ist mir eine Freude, oder Tod? Ich weiß, dass das ein ägyptischer Gott ist oder sowas. Aber ich habe keine Ahnung, wieder als Resistenz. Will ich nicht haben. Matarunda, was war das nochmal? Reduziert den Angriff für alle Gegner um einen Rang. Ist eigentlich ganz cool, aber will ich auch nicht haben, weil ich will davon nichts weggeben. Vor allem den Lebensquellen nicht, weil der hat voll wenig Leben. Könnte aber auch am Level liegen. Die Dame hier lernt nichts mehr, deswegen verfusionieren wir sie weg. Die kann sogar schon viel werden. Beispielsweise einen Succubus mit Nekomata, Nagaraja, ne, da muss ich Tod weggeben und einen Senri. Ich könnte einen Senri machen mit Makami. Was bist du denn für einer? Oder eine? Du bist auch heilungsmäßig unterwegs, deswegen machen wir das mal. Deine Stärken sind Sun, Heilung und Vergiftung. Du hast Diamrita, das war, glaube ich, Heilung und Status-Effekt. Heilung. Deswegen brauchen wir kein. Wir nehmen Rekam trotzdem rein. Dunkelheitsresistenz, Lebensquelle, Mana-Quelle. Ja, die machen wir, glaube ich, rein. Den Rest lassen wir, glaube ich. So, machen wir dann so eine sehr komische Frau, die irgendwie so katzenmäßig unterwegs ist. Und ein bisschen mir zu wenig untenrum anhat. Um ehrlich zu sein. Weniger Drachenschlag. Mittlerer Stärke basierter Kraftangriff auf einen Gegner. Mazanma. Mittlerer Kraftangriff auf alle Gegner. Deswegen mache ich weniger Drachenschlag weg. Sehe, glaube ich, einzigartig. Ne, ist es nicht. Ist der Tanzschlag auf Zufügung von Charme. Ja, ich mache. Was ist besser? Mazanma kostet mehr, deswegen muss es besser sein. Meine Logik gerade. Ich weiß es doch nicht. Okay. Wushu Ten. Kann ich wegfusionieren zu einem Anubis zum Beispiel? Oder ich habe auch noch keinen Quetzalcoatl.
Vielleicht fusioniere ich mal einen Quetzerkottel oder du eins fusionieren. Metallfass, weil das ist das Billigste. Was ist denn deine Stärke? Feuer. Steel ist deine Schwäche. Das überrascht mich, weil der Quetzerkottel aus Final Fantasy VIII ist ein Elektrovieh. Deswegen dachte ich, Quetzerkottel ist immer mit Blitzen assoziiert, aber anscheinend nicht. Feuer und Kraft und Stärkung. Agilao hast du. Dann nehmen wir. Haben wir Zanma irgendwie? Wir nehmen Lebensquell. Dann nehme ich Mats. Wer Zanma hat der schon? Marakukaja. Verteidigung sinken von mir aus. Und dann gebe ich dir, glaube ich, das Schicksalsschwert oder. Ich gebe dir die Traumforce, weil dann kannst du den Gegner einschläfern. Ich weiß, dass ich hochlevelige Dämonen in niedriglevelige Dämonen umwandle. Aber ich will Blocken Feuer, ist eigentlich was Feines, aber will ich gerade nicht haben. Maragion. Mittlerer Feuerangriff auf alle Gegner. Dann kann ich Agilao wegmachen. Dasselbe nur auf einen Gegner. Oder will ich irgendwie Feuerpleroma? Okay, hätte ich gern. Ich glaube, ich mache die Traumfaust doch dann lieber weg. Weil ich hätte auch Sachen, die nicht immer nur auf alle Gegner gehen. Hier ist das schon meine Wertschätzung. Ein Kraftjuwel. Die habe ich ja ziemlich verballert. Den Höllenbiker. Du lernst auch nichts mehr. Was machen wir aus dir? Okay. Ich habe noch keine Zitanta. Aber aus dir will ich eigentlich was Besseres machen als sowas. Was Hochleveliges. Du siehst cool aus. Ich hab's mir anders überlegt. Ich könnte ein Dionysos machen. Ja, ein Orthos. Warschau Mushubu. Okay. Sowas Ekliges. Da brauche ich. Okay, Artemis oder Idun. Oder Sachen, wo ich kein Geld für habe. Ich guck mal, Zitanta. Da könnte ich mit so einem Kerunup machen. Was ist denn deine Stärke? Physik und Zan. Und. Zeug. Ja, komm, machen wir, glaube ich, so. Höllendampf kann ich, glaube ich, nicht. Also kann ich leider nicht mitgeben. Lebenshilfe. Ich habe nach Kraft wieder TP her. Großer Lebensquell. Wiederherstellen. Geringe MP erholen. Man kriegt nicht Treffer oder Treffer auf gegnerische Schwäche. Das muss das Fireplay. Roma brauchen wir nicht. Aber kein Feuer so wirklich haben. Blendender Angriff nehme ich hier mal rein, weil das ist die physische, was wir noch mit reinnehmen können. Weil das andere ist alles sehr für den Höllenbiker bestimmt. Einzigartig, meine ich damit. Du bist eine Fee. Okay. Zahnzieher hätte ich gern, weil das verringert den Angriff. Todeswunsch, mittlerer körperlicher Angriff auf alle Gegner, mittlerer körperlicher Angriff auf einen Gegner, hohe Chance auf kritische Treffer. Ich glaube, Lebenshilfe werde ich wegtun, weil ich tue ja sowieso heilen. Dann für den Zahnzieher. Und ich könnte mal Zanma reinnehmen, aber ich mag eigentlich seine ganzen Sachen, deswegen lasse ich das, glaube ich. Wir haben genug andere, die Zannen können, glaube ich. Du hast jetzt die nötigen Dämonen für eine neue Spezialfusion. Artemis. Cool. Ich habe Artemis schon. Eligor lernt, glaube ich, nichts mehr. Und das ist dann auch der letzte, glaube ich, der nichts mehr lernt. Okay. Kann ich dich wegfusionieren? Haben wir irgendwie was Niedrigleveliges? Ich habe noch kein Flames. Das ist ein bisschen Bodyverschwendung mehr, aber. Der könnte mir später bei der Fusion helfen, aber das lassen wir erstmal. Ich könnte einen Succubus machen. Aber da müsste ich Geld reinwerfen. Ich habe eh nicht mehr viel. Naja, Nagaraja. Kann sowieso nicht mehr so viel wegfusionieren. Also von meinen Leuten, die ich im Team habe, weil die alle noch Sachen lernen müssen. Ich könnte natürlich einfach sagen, ich fusioniere einfach das Stärkste, was ich habe und Feierabend. Guck mal, umgekehrte Companion-Fusion, ein Flamis, wo ist er? Ich habe auch keinen Aeros. Den könnte ich mir machen, aber da brauche ich einen Mushu. Wo? Und die lernt ja noch.
Okay, das ist mir zu teuer. Warte, ist das mir zu teuer? Das war doch nur 2000 noch was. Wieso kann ich das nicht machen? Mein Bestand ist voll. Okay, gut. Aber ich wollte noch ein Flamis gucken. Könnte ich machen, aber mein Bestand ist voll. Spezialfusion. Ich könnte ich Artemis machen, Alice und Schwarzer Frost. Schwarzer Frost habe ich nicht das Level für. Aber ich könnte Alice machen, wenn mein Bestand nicht voll wäre. Und ich Geld dafür hätte. Ach du Scheiße. Was ist denn? Ja, Spezialfusion. Da sollte ich mal auf Artemis gehen, damit. Ja, ich klicke die an. Ich klicke die an. Ja, fertig. Da brauche ich so einen Naga für und da brauche ich andere Sachen. Ich glaube, einmal dieser komische zweiköpfige Hund und noch was. Return when you have.